Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Oh yeah, wir sind hier im Lager der Mitte, unserem trauten Heim, und wir sind noch obendrein Chef dieses netten Vereines hier. Unser kleines Vögelchen steht auch schon hier und wartet auf seine Reparatur. Und ja, wir müssen uns ein bisschen mit unseren Leuten hier unterhalten. Vielleicht kann der ein oder andere was von uns brauchen, denn wir sind jetzt dafür zuständig, dass wir uns um unsere Leute kümmern. Na, mein Junge. Oh. Ein zahmer Schakal. Sehr ungewöhnlich. Okay. Geht das nochmal? Na. Aber immerhin haben wir es ja was gesagt. Das ist ja schon mal was. Jo, da oben ist so ein komischer... Ist komisch. Ist gemeint. Da ist ein Typ gestanden, wo ist dahin gehatscht. Ich will reden. Hui! Gibt's hier irgendwas für uns? Nein. Herr Falk, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Alle meine Systeme laufen einwandfrei. Ich fühle mich stark. Du wusstest nicht, dass du eine Maschine bist? Ich habe oft nach der Ursache meiner Erinnerungslücken gesucht. Und ich war mir darüber bewusst, dass Emotionen nicht mein Spezialgebiet sind. Aber ich wäre nicht auf den Gedanken gekommen, dass ich selbst kein Mensch bin. Vermutlich unterscheidest du dich nicht viel von einem Alp. Was? Na, das ist gemein. Was denkst du über deinen Schöpfer? Ein Kleriker wäre mir lieber als so eine Blechbüchse. Was? Na, na, das ist alles gemein. Das Mittlere ist noch, glaube ich, am nettesten. Was denkst du über deinen Schöpfer? Er ist ein Genie. Ich gebe zu, es war höchst unbefriedigend, nicht zu wissen, woher genau ich stamme. Über meine Entwicklung bin ich jedoch sehr erfreut. Ich hoffe, ich werde gut funktionieren. Ich auch. Wie sieht's bei dir aus? Wie sieht's aus bei dir? Ich beginne jetzt, vieles klarer zu sehen. Sehr gut. Sehr, sehr ja, gut. Das ist gut. Ja, das ist gut. Das stimmt. Falk ist gut gelaunt, das ist schön. Hi, wie geht's denn dir? Mitkommen. Gleich Beinhard, mitkommen. Ja, wobei, ich will ihn ja eigentlich schon mithaben, ne? Du das? Bleib mal, tschüss. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Okay. Ich wollte echt schon mal gern mit unserem Kleinen hier mit. Also, ja, mit uns. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, soll mitkommen einfach mal. So. Wie geht's dir? Hier. Das habe ich für dich zubereitet. Ich hoffe, es schmeckt dir. Oh je. Ist mir sehr gelungen. Die Qualität ist unglaublich. Probier es selbst. Statusbericht. Statusbericht. Kein Grund zur Beanstandung. Ja, passt. Das hört man gern. Da sind wir als Chefchen sehr zufrieden. Gut, bei ihm ist, glaube ich, auch alles klar, ne? Ja, bring mir da was bei. Okay, heute nicht. Später vielleicht mal. Wen haben wir da? Einen Siedler. Okay. Nur ein Lagerfeuer, können wir eigentlich was kochen? Nur gebratenes Fleisch? Weil wir sonst nichts haben am, wie wir sind? Steakteller wird noch klappen. Angriffsstärke plus 10. Ja, da kochen wir gleich mal 3, das passt schon so. Wärmendes Süppchen brauchen wir nicht, das ist gut. Alles gut, passt. So, okay. Na prima. Ihr seid jetzt normale Siedler, ihr habt keinen Namen. Na. Gut, ich bin jetzt leicht überfragt. Ich weiß gerade nicht, wie wir jetzt weitermachen sollen. Hier im Lager scheint alles gut zu gehen, gut zu laufen. Schimmelsbrot, wie schön. Hier haben wir was Neues. Was denn? Was haben wir hier? Da. Banditennotiz. Angriff. Das Weltenherz nicht angreifen. Ich wäre blöd, wenn ich das nicht tue. Baxter kann sich seine Befehle sonst wohin schieben. Ah, meine Leute verhungern mir. Und wenn ich nicht bald etwas zu beißen ran schaffe, wenden sie sich gegen mich. Also habe ich ihnen gesagt, die Typen da unten haben kistenweise Proviant, so ein Depp. Die haben selber nichts gehabt. Das stimmt zwar nicht, aber beim Angriff werden sich ein paar der Idioten drauf
gehen, sodass der Rest schon nicht zu kurz kommen wird. Alter, was für ein Arschloch. Natürlich muss der Angriff bald erfolgen, bevor ich selber zur Zielscheibe werde. Was für ein Grippel. Unglaublich. Bericht über den Angriff der Berserker. Die Berserker haben die Schlucht zurückerobert. Sie haben aber einen Fehler gemacht und nur 3 Männer hier gelassen. Es wird ein leichtes, sie auszuräuchern. Heute Nacht holen wir uns die Schlucht zurück. PS, wenn du das hier liest, Kalle, dann mach dich auf eine Welt der Schmerzen gefasst. PPS, Blake, bitte frag Kalle, ob er das hier gelesen hat. Sag mir Bescheid, wenn er sich verdächtig verhält. Was? Okay. Dann gibt's noch was. Hier, alte Entlassungsliste. Alle Individuen auf dieser Liste müssen umgehend entlassen werden. Falls jemand versucht, sich zur Wehr zu setzen, verfahren sie nach eigenem Ermessen. Aha. Dieses Schreiben ist, also ein paar Namen halt, ne? Dieses Schreiben ist nach Erhalt umgehend zu vernichten. Wie bei James Bond oder so, ne? Oder wie? Ich muss sie hoffentlich nicht nochmal dran erinnern, diskret zu sein. Oder wo war das? Diese Nachricht zerstört sich von selbst. Das war ja irgendwo, ne? Ich brauche Quests. Ich brauche Quests. Gefährten. Finde Hand voll Splitter, dass da nichts weitergeht, ne? Er meldet sich, sobald er was Neues erfährt. Tod eines Genies. Das wäre halt noch... Können wir da noch irgendwas machen? Ich schaue einfach mal, ne? So, geht da irgendwas? Was haben wir denn hier? Sestak. Aha. Ich glaube, von da oben ist es kürzer. Ja, probieren wir es mal. Da hätten wir jetzt schon mal was Interessantes. Okay. Ah, schau mal. Ein Schakali. Ja, komm her. Ja, komm. Au. Auf die Gosch. Hat unser Kumpel da jetzt überhaupt irgendwas gemacht? Bleib hier stehen. Was, wir können gar nichts mit ihm reden? Och, ich hätte schon gedacht, will Smalltalk. Oh, irgendwie schade. Na gut, der Questgeber ist gerade irgendwie nicht am Schirm, ne? Ich will da hin. Ich habe auch gerade überhaupt keine Ahnung, ob ich überhaupt richtig laufe. Du? Ich glaube nicht. Tap, tap, tap. Eine mächtige Heilpflanze. Da haben wir Federvieh. Da vorne ist ein Beißi, glaube ich, ne? Servus, Viech. Tschüss, Viech. Beißer tot. Schön. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich laufe bald wieder in den Tod. Ja, wollte ich gerade sagen. Da vorne ist irgendwas Komisches. Ich glaube, es hat uns entdeckt. Ich sollte mal das Weite suchen. Heureka! Vielleicht noch ein beherztes Sprüngelein. So. Sind wir hier einigermaßen... sicher? Ich glaube. Gut, ich will mal kurz speichern. So, auf den 16er, den brauchen wir jetzt so nicht mehr. Also, als Reserve meine ich. Das ist ein richtiger Spielstand. So, die Karte. Okay, wir rennen komplett falsch. Wir müssen da lang. Glaube ich. Ist das schon besser? Könnte sein. Oh, da haben wir Pflanzi. Die würde ich schon gern mitnehmen. Von dem Zeug kann man eh nicht genug haben. So. So. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, bei der Hauptstraße müssen wir lang. Also theoretisch da oben lang. Ich renne mal ein Stück, damit ich mal sehe, ob ich überhaupt irgendwie richtig bin. Oh, was haben wir denn da? Ein Ratti. Zack, zack. Das war's mit dir, du Mistviech. Da haben wir eine Pflanze. Zack. Sehr gut.
Können wir bald wieder Alchemie betreiben. So. So, theoretisch sind wir da richtig. Jo. Aber ich hätte einen Berg runter müssen, merke ich gerade. Aha, das sind Alps stationiert. Man sieht schon wieder an den Schildern da, ne? Ist aber eh wurscht, weil eigentlich müssen wir da eh nicht hin. Zack. Danke. Ja. Eigentlich müssen wir da runter, ne? Da ist die Brücke, ja, ja. Heureka! Und da haben wir schon ein Viechlein. Zwei sogar. Kreischer. Wortwörtlich, die machen ihren Namen als Ehre. So. Ah, so Energie ist wieder mal am Abkacken. Oh, unser kleiner Kroni U4. Der kann tatsächlich die Viecher ein bisschen lähmen. Das ist super. So, bin ich da jetzt... Ah, was haben wir denn da unten? Spinnenviecher. Die könnten wir auch versuchen. Ich brauche was zu essen. Wartet mal kurz. Wir brauchen was zum Schnabulieren. Mampf. Seltsames Fleisch. Ich bin mir... Erfahrung plus 100, Kälte plus 1. Oje. Oh, yeah. Das will ich nicht. Dieses Fleisch ist fast blau. Dankeschön. Na, das, ich weiß nicht. Allein, dass die Kälte steigt, ist für mich schon nicht so... Spricht mich nicht an. So. Steakteller. Wärmendes Süppchen. Gesundheit plus der Schnaps. Eine Süppe. Gut, halt eine Konservendose. Süppe könnte man mal wegessen, ne? Die Süppe dahin. Was haben wir denn da eigentlich? Ich glaube, das tue ich lieber hier hin, oder? Also die Brause habe ich jetzt hingetan. Ja, ist ja wurscht. Einfach runter damit und gut ist. Also, zack und zack. No? So, ja. Dann heilen wir ein bisschen nebenbei. Die Spinnlein sind weg. Da vorne ist ein Haus, ne? Eine Hütte, oder? Nein, das ist eine Wurzel. Eine Wurzel. Überlebenswahrscheinlichkeit akzeptabel. Aha, okay, er redet doch mit uns. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Düdü. So, wo stiefel ich eigentlich hin? Da ist die Brücke. Okay, dann müssen wir darauf, glaube ich. Da. Aha, was haben wir denn davon? Ist das wieder so ein Konverter-Dingens? Ich glaube, ne? Ich wollte nur mal kurz schauen, ob da auf der Brücke irgendwas... Uah, okay, gescheit das ist, aber... Ich schaue lieber unter der Brücke nach. So. Da haben wir ein Viechelein, einen Räuser. Sehr gut. Kroni. Unser Kroni ist zwar jetzt keine Kampfmaschine in dem Sinn, ne? Aber ich finde, der macht seinen Job nicht schlecht, dass er den Gegner ein bisschen lähmt quasi, den Lahm legt. Ah, das wäre verreckt. Schön, da können wir Sachen mitnehmen. Ist ja schon zum Guten. Jawohl, Wein. Her mit dem Wein. So, sonst ist da nichts mehr? No. Schön. Platsch. So, gehen wir in die Runde baden. Hui. Tap. So, gleich sind wir da drüben. Juhu. So, sehr gut. La. Oh, was haben wir denn da? Ein Viechelein. Sehr gut. Ich würde sagen, wir speichern wieder. Ich renne schon wieder irgendwo herum, ich weiß. Aber ich will zu dem einen Questziel da oben, zu dem einen Typen. So. Na, Viech. Ein Raptor. Au. Ich freue mich schon drauf, wenn wir eine neue Waffe kriegen. Ich will meinen Zweihänder probieren. Ganz ehrlich.
Ah, Pflanzi. Die nehmen wir mit. Top, 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 top. Seelenkraut. Da schaut es aus, als wenn man jemand gewohnt hätte. Aber das ist eigentlich nur so ein Rohr, ne? Jo. Lalilalala. Das da hinten schaut auch verdächtig aus. Überall verdächtig, ne? So geheime Pflänzchen, aber ist in Wirklichkeit eh nichts. Oder ein Erzvorkommen, irgend sowas, ne? Tap, 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 tap. So. Jetzt sind wir wieder da. Aha, und da wird's kalt, schlagartig. So. Aha, wir müssen tatsächlich zu dem Gebäude darauf. Okay. Dann sollte ich mich vielleicht warm anziehen, indem ich vielleicht noch was essen tue, vielleicht. So. Tap, 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 tap. Da ist wieder fröstelig angesagt. Wieder ein Wurzkalt. So. Und das sehen wir schon. Ich denke mal, dass wir in den Konverter rein müssen, um zu diesem Kerl zu kommen, der da für unsere Quest zuständig ist. Jo. Ich würde sagen, probieren wir einfach mal, ne? So. Wahrscheinlichkeit für einen Hinterhalt. Empfehle, Verstärkung anzufordern. Ich sehe gerade, dass da drin ein Haufen Leute waren. Ich würde gern zuerst diese Vogelfiecher da, Eisschnabel und so weiter, kaputt hauen. Passt. So, den zweiten auch gleich. So, passt. Sehr gut. Dann machen wir mal eine kleine Runde. Aha, da vorne ist ein Alp, glaube ich. Ich werde nochmal speichern. Vielleicht können wir den da vorne ausrotten. Ah ja, und ich sehe einen Teleporter. Wir müssen den sogar ausrotten. Separatist! Ah! Okay, brauchen wir nichts kaputt hauen. Das sind Separatisten. Hallo! Schön, euch zu sehen. Cool. Jetzt hätte ich den fast umgehauen. Eine Anleitung. Anleitung starke Energiespeicher. Der kann auch rotzen. Schön. Freut mich für dich. Immer schön durch die Nase. Fein. Ach, da ist jemand. Kerax. Du suchst Antworten? Dann sprich mit Sestak. Hauptquartier am Konverter in Südabessa. Lass dich nicht wieder über den Haufen schießen. Was? Das würde ich niemals. Niemals. Separatisten. Ja, das erklärt so einiges. Und wir haben einen Teleporter gefunden. Das ist echt schön. Ich freue mich. Dann hätten wir vielleicht hier eine neue Quest dann, ne? Halt, da ist was. Körperschild. Objektsicht. Servus, grüß euch, servus, ich steck fest. So, da will ich rein. Da haben wir Machtwelle. Da ist nix. Separatist, Separatist. Jax, servus. Die Bestie von Xarkor. Als man mir sagte, du seist hier, hatte ich es erst nicht geglaubt. Mhm. Man sagt, du seist exekutiert worden. Jo. Sie haben es versucht. Ich hatte Glück, schätze ich. Mhm. Gestern hätte ich noch gerne den Kopf des effektivsten Feldherrn, den Magalan je gesehen hat, aufgespießt auf einem Speer gesehen. Heute wendet sich das Blatt und du stehst als Vogelfreier vor mir. So ändern sich die Zeiten. Also, was kann ein Abtrünniger der Alps für den anderen tun? Ich brauche eure Unterstützung. Warum sollten wir dir helfen? Ich bin kein Alp mehr. Und ich bin nun auf mich allein gestellt. Wenn die Alps mich aufspüren, werden sie nicht zögern, mich zu jagen und zu vernichten.
Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Richtig. Ja, euer Kampf gegen die Elixitoren ist meinem sehr ähnlich. Das ist zu wenig. Niemand hat deine Gräueltaten je vergessen, Bestie von Xakor. Nur allein, weil du unser Versteck entdeckt hast, müssten wir dich auf der Stelle töten. Beenden wir das hier. Auf die Knie. Warum das denn? Ihr habt gar keine andere Wahl, als mir zu helfen. Und damit eine einmalige Gelegenheit einfach wegwerfen? Ihr Idioten solltet besser zuhören, anstatt sofort die Waffen zu ziehen. Ich glaube das Mittlere. Uns damit eine einmalige Gelegenheit einfach wegwerfen? Die Gelegenheit, uns vom Feind infiltrieren zu lassen? Eure Engstirnigkeit ist der Grund, warum ihr euch immer noch in Löchern verkriecht und euren Kampf niemals gewinnen werdet. Was weiß ein von den Elixitoren Verblendeter wie du schon von unserem Kampf? Aber gut, du bekommst Zeit für 3 Argumente. Dann werden wir über dich richten. Schön. Der Elix-Verlust lässt mich Dinge fühlen, die ich vorher nicht kannte. Du wirst es nochmal bereuen, mich hier so vorzuführen. Ich könnte mein Wissen über Stellungen und Marschbefehle der Alp-Kommande mit euch teilen. Elixitor. Kallax ließ mich exekutieren. Komm schon, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Probieren wir es mal damit. Der Elex-Verlust lässt mich Dinge fühlen, die ich vorher nicht kannte. Im Gegensatz zu den Alps haltet ihr euren Elex-Konsum im Zaum. Das ermöglicht euch ebenfalls, empathische Argumente in eure Entscheidungen einfließen zu lassen. Das ist wahr. Doch sagt mir mein Gefühl, dass es besser wäre, dich zu töten. Du wirst es nochmal bereuen. Nein, nein. Ich könnte mein Wissen über Stellungen und Marschbefehle der Alp-Kommande mit euch teilen. Ja? Ich könnte mein Wissen über Stellungen und Marschbefehle der Alp-Kommander mit euch teilen. Dein Wissen ist Wochen alt. Du weißt selbst, wie flüchtig solche Informationen sind. Und Kallax ließ mich exekutieren. Elixitor Kallax ließ mich exekutieren. Und ihr kämpft gegen die Elixitoren. Ja, unser Kampf richtet sich nicht gegen das Volk der Alps, nur gegen ihre geistigen Führer. Seit die Elixitoren das Oberkommando übernommen haben, sind unsere alten Werte verfallen. Und du warst der hörigste und effektivste ihrer Handlanger. Elixitor Kallax, der Dämon der Eiswüste, war dir dein Leben lang so nah wie kein anderer. Doch auch ein fallengelassenes Werkzeug bleibt immer nur ein Werkzeug. Deine Zeit ist um und deine Argumente überzeugen mich nicht. Schön. Aber ich werde dir trotzdem die Gelegenheit geben, deinen Wert unter Beweis zu stellen. Oh. Warum? Es ist höchst ungewöhnlich, wie schnell du den Weg zurück ins Leben gefunden hast, obwohl du so intensiv der Macht der Maschine verfallen warst. Du hast dich schon bemerkenswert lange gehalten. Ich bin neugierig, wohin die Kraft der Emotionen, mit denen du zu kämpfen hast, eine eiskalte Tötungsmaschine wie dich führen wird. Kallax muss aus dem Verkehr gezogen werden. Ich will meine Macht zurück. Ich bin einer Gemeinschaft der freien Menschen beigetreten. Meine momentane Ausrüstung scheint brauchbar. Ich fand den Dieb, der mich während meiner Bewusstlosigkeit in den Bergen bestahl. Machen wir mal das. Ich bin einer Gemeinschaft der freien Menschen beigetreten. Es ist nicht ganz das, was du bisher gewohnt bist, nehme ich an. Die Berserker sind uneins. Gesetzestreue und Rebellen im gleichen Lager. Nun, zumindest das verbindet sie mit uns. Was hast du noch zu berichten? Ah, da geht mehr. Ich glaube, wir beenden das kurz mal, weil der Part ist schon zu Ende und im nächsten quatschen mit dem Herrn da weiter. Also ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut und wir hören, quatschen, questen und vipen im nächsten Part weiter. Bis dann. Tschüssi.